Jugend und Politik. Nach über 10 Jahren Pause ist Schaffhausen gestern erneut ein Jugendparlament gegründet worden. Ziel des Parlaments ist es, Themen, die die jungen Schaffhauser beschäftigen, auf den Tisch zu bringen. Das Jugendparlament soll ab sofort 1 bis 2 Mal im Jahr die Schaffhausen tagen. Der Beitrag von Jonas Bolli und der Anne-Chantal Zimmermann. Gestern Abend waren im Güterhof außergewöhnlich viele Jugendliche anzutreffen. Grund dafür war der Gründungsevent des Jugendparlaments Schaffhausen. Laut den Organisatoren haben sich insgesamt rund 30 Jugendliche eingetragen, beim Jugendparlament mitzumachen. Die Gründe dafür sind ganz verschieden. Es ist besser da zu sein, wie zu Hause und nichts zu machen. Und ja, wenn dich etwas stört, musst du halt etwas machen. Ich will einfach meine Zukunft selber gestalten. Ich finde, die Jugendlichen sind in der Politik total untervertreten. Es gibt so viele Anliegen, die für die Jungen wichtig sind, wie der Ausbau des Nachtnetzes zum Beispiel, wo sich einfach kein alter Politiker und 60-jähriger Mann dafür interessiert. Themen, die die Jungen interessieren, sind so breit gestreut wie ihre Motivationen. Von der Wohnungsnot bis zum öffentlichen Verkehr. Inwieweit das Parlament wirklich etwas bewirken kann, ist noch nicht klar. Ziele sind aber klar definiert. Die Mündigkeit von Jugendlichen im politischen Bereich auf einfache Art und Weise weiterzugeben und Jugendliche können das Boot der Politik in das Recht jetzt nehmen, um abstimmen und wählen. Auch wenn es also vor allem darum geht, ein Interesse für die Politik zu wecken, will man trotzdem etwas bewirken. Geschaffen werden soll aber vor allem mit Vorstössen und Anfragen und nicht mit direkter politischer Beteiligung im Parlament. Wir setzen ein bisschen jünger an, es ist von 14 bis 26 und vorher waren es doch Personen, die in der Politik irgendwo durch in einer Jungpartei sich etabliert haben und jetzt haben wir wirklich Leute dabei oder wollen die Leute ansprechen auch in Zukunft, die eben noch gar nicht dabei sind. Vielleicht so ein Hauch von Interesse an der Politik, aber vielleicht gar noch nicht neu mit aktiv sind. Bis vor 11 Jahren hat es schon mal ein Jugendparlament gegeben. Das hat aber im Jahr 2000 aufgelöst werden. Christine Thommen ist Leiterin der Kantonalen Jugendkommission und hat geholfen, ein neues Parlament aufzubauen. Der Erfolg garantiert ist natürlich nicht, aber ich denke, eben die Kantonale Jugendkommission ist ja zum Beispiel hier mit einem Schritt auch drinnen. Also wir haben auch ein sehr grosses Interesse daran, dass das Parlament weiter besteht. Da werden wir sicher schauen und ich denke, Garant wäre sicher auch, dass man im Gegensatz zum letzten Mal vielleicht wirklich nicht aktiv in Politik in dem Sinne einsteigt, dass man für den Kantonsrat oder für den Grossstadtrat kandidieren, weil dann ist man automatisch in diesen parteipolitischen Strukturen drin, sondern dass man bewusst außerhalb von diesen Strukturen bleibt. Auch wenn also nicht sicher ist, wie lange das Jugendparlament das Mal wird Bestand haben, die ersten Anlässe sind schon definiert. In 2 Wochen wird nämlich wieder politisiert, und zwar bei einem Grillplausch.